Willkommen zum dritten Basic-Video über die binomischen Formeln. In diesem Video erfährst du, wie man die dritte binomische Formel richtig anwendet. Zur Erinnerung, so sieht die dritte binomische Formel aus. Kreis minus Kästchen mal Kreis plus Kästchen ist gleich Kreis zum Quadrat minus Kästchen zum Quadrat. Hierbei stehen wiederum die Kreise und Kästchen für Monome. Wir sehen uns das Ganze einmal in einer Aufgabe an. Wir möchten 5a minus 2b mal 5a plus 2b berechnen. Weil hier zwei Binome miteinander multipliziert werden, die genau gleich sind und sich nur um das Rechenzeichen in der Mitte unterscheiden, brauchen wir hier die dritte binomische Formel. Wir markieren wieder zunächst, was unsere Kreise und was unsere Kästchen sind. 5a markieren wir jeweils als Kreis, 2b als Kästchen. Nun denken wir an die dritte binomische Formel. Beim Ergebnis steht Kreis zum Quadrat minus Kästchen zum Quadrat. Nun setzen wir überall, wo im Ergebnis ein Kreis bzw. Kästchen verlangt ist, unseren Kreis bzw. unser Kästchen ein. 5a in Klammer zum Quadrat minus 2b in Klammer zum Quadrat. Nun müssen wir nur noch die Klammern ausquadrieren und im Ergebnis steht 25a Quadrat minus 4b Quadrat. Und wir sind fertig. Versuche nun, die folgende Aufgabe selbst zu lösen, indem du wieder im Video auf Pause drückst und erst dann weiterschaust, wenn du die Aufgabe gelöst hast. So, sehen wir mal, ob du richtig gerechnet hast. Als unseren Kreis markieren wir jeweils 4x, als unser Kästchen 9y. Im Ergebnis steht Kreis zum Quadrat minus Kästchen zum Quadrat. Als Kreis wird eingesetzt 4x, als Kästchen 9y und das Endergebnis ist 16x² minus 81y². Und, hast du richtig gerechnet? Super! Sieh dir zur Festigung des Gelernten noch das Mastery-Video in diesem Video-Lernzyklus an.